Was Frauen wirklich wollen. Ja, herzlich willkommen an diesem Sonntagabend zur allerersten Ausgabe von Ladylike, was Frauen wirklich wollen mit Yvonne und Nicole. Und hier besprechen wir die Themen, die man sich sonst nur auf der Mädchentoilette erzählt. Und das erste Thema ist eine super frische neue Studie, die reingeflattert ist. Und die sagt, Achtung Nicole, 90% aller Frauen hören beim Sex gerne Musik. Ja. Halte ich für totalen Schwachsinn, aber Yvonne behauptet, sie bekommt jede Frau mit der richtigen Musik rum. Krieg ich auch. Das soll sie uns beweisen. Gleich in die Stunde jetzt erstmal mitten im 80er Starship. We built this city. We built this city. Guten Abend, Sonntagabend auf 105.5 Spreeradio, der 50-50 Mix mit Yvonne und Nicole, mit Ladylike, was Frauen wirklich wollen, ganz neu hier auf Spreeradio. Heute Abend mit Musik zum, Sie wissen schon, eine neue Studie sagt, dass 90% von uns Frauen Musik zum Sex hören wollen. Ich sage Quatsch, ich finde es das Allerschlimmste. Wenn ein Mann aufsteht und zum CD-Player latscht, während ich schon auf dem Bett ruhe und aussehe wie die Venus von weiß ich nicht was, dann finde ich das ganz schlimm. Das jetzt hör doch alles. Mal auf, dich so despektierlich dazu zu äußern. Das ist das Beste, was es gibt. Es ist perfekt, wenn du im Bett Musik hörst. Es ist ein peinlicher Moment. Nein, das ist kein peinlicher Moment. Es untermalt perfekt das Liebesspiel. Also, hör mal, wenn man anfängt, sich zu küssen und auf einmal kommt so Strangers in the night, das finde ich ganz furchtbar. Warum denn? Weil es einen an und für sich irgendwie hotten Moment total runterzieht auf so eine cheesige, schmierige Ebene. Nein, wenn du den richtigen Song auswählst, ist es die perfekte Untermalung und verstärkt diesen romantischen Moment. Was wäre Moment denn noch der richtige Song? Pass auf, zu Studentenzeiten. Ja. Du weißt, ich habe es ordentlich krachen lassen. Ich weiß. Während meiner Studentenzeit. Ja. Ne? Jetzt nicht, Schatz, jetzt bin ich natürlich treu. Aber früher habe ich die Mädels einfach mit der richtigen Musik rumbekommen. Ja. Und es waren oft Hetero-Frauen, die ich rumbekommen habe. Was? Ja, also sie dich Hetero-Frauen gewildert? Okay. Genau. Mit was zum Beispiel? Pass auf, es war zum Beispiel zu meiner Zeit, ich habe studiert, wir sind dann Cocktails trinken gegangen, dann sind wir zu ihr gegangen und dann habe ich folgende Platte aufgelegt und es war immer der absolute Knaller. Heather Nova. Ja. Kennst du? Ja. Ich versuche mir nur gerade vorzustellen, wie du. Genau, bei dem Song. Ne? Sie war Erstsemester. Oh. Ich habe sie auf der Erstsemesterparty kennengelernt, wird nach Hause genommen. Und bei dem Song hat sie mir tief in die Augen geschaut und es hat Boom gemacht. Es hat Boom gemacht, weil du auf dem Rückweg über das Kabel vom CD-Player gestolpert Nein. bist. Richtig? Nein! So ist es nämlich immer. Das zerstört jede Romantik. Aber gut, lass nochmal hören. Du hast ja bestimmt noch ein bisschen was dabei. Genau. Jetzt sind wir schon im dritten Semester. Mhm. BWL-Studentin. BWL-Studentin. Sehr konservativ. Ja, das glaube ich. So Perlenkette und so, ne? Mhm. Blüschen, Röckchen dazu. Mhm. Da musst du schon die ganz besondere Platte auflegen, damit du die knackst. Ja, das verstehe ich. Und was ist da die besondere? Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt. Sie hieß Berenike. Die Berenike. Passt ja auch, ne? Mhm. Sehr konservativ. Hat es dann an einem Abend in der Cocktailbar, wo ich gearbeitet habe, ein bisschen Döller krachen lassen. Hatte drei Cocktails intus. Mhm. Und wollte dann auf den vierten mit zu mir kommen nach Hause. Ich lege also folgende Platte auf. Du bist schlimm. Los, leg los. Und es ging ab. Warum lachst du? Ey, Hero. Das ist ja... Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Wahrscheinlich ist es auch zwischen zwei Frauen was anderes. Also, dass man... Ich würde einem Mann sofort unterstellen, dass er totaler Schleimer ist, dass er ausgerechnet diesen Song abdrückt. Siehst du, und bei mir ist es der perfekte Vorteil, weil das Rollenbild sich umkehrt. Wenn eine Frau plötzlich ihr Held ist, das hat sie ja noch nie gedacht. Und auf einmal wird die Frau ihr Held. Und dann noch so schwingend zu Enrique Iglesias. Singt sich die Seele aus dem Leib. Und sie ist in meinen Armen dahingeschmolzen wie Wachs. Die arme Berenike. Wollte nur einen Cocktail trinken und bekam den Enrico um die Ohren gehauen. Und ging vollkommen befriedigt nach Hause. Okay,
Verstehe, dass es bei Berenike zumindest funktioniert hat. Ja, und dann kam ja die Königsherausforderung. Was war, wenn ich mit einer Frau das zweite Mal einen Abend verbringen wollte? Denn das ist schon wieder eine höhere Nummer, wenn du sie nochmal rumkriegen willst. Das berühmte zweite Mal. Genau. Mhm. Jetzt aber erstmal weiter im Spreeradio 50-50 Mix mit einem 80er. Hier sind Queen und I Want It All. I want it all. I want it all. Stay here when I wake up. Sonntagabend, 105 in Spreeradio, der 50-50-Mix. Yvonne und Nicole mit Ladylike, was Frauen wirklich wollen. Ganz neu hier auf Spreeradio. Und wir stecken hier mitten in Yvonnes geheimer Liste, die da heißt, mit diesen Songs knacke ich jedes Mädchen. Ja, das tue ich. Wir hatten den perfekten Anwärmer-Song von Heather Nova, dann den Killer für alle heterosexuellen Frauen, hat Yvonne behauptet. Enrique Iglesias. Musst du gar nicht so lachen. Lacht sie immer noch über diesen Song? Ja, tue ich. Tut mir leid. Ich finde es weiterhin witzig. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt der Song für die Wiederholungstäter. Ja, genau. Und das klappt immer. Und ich sage dir, danach ist jedes Mädchen wirklich willenlos. Also, und tut es wieder, ja? Tut es auf jeden Fall wieder. Das ist der 2-Date-Brecher, nenne ich ihn mal. Und hier kommt da Lenny Kravitz. Wäre bei Lenny Kravitz willenlos. Das stimmt. Vielleicht müsste ich mich erst noch drauf einlassen. Ich sehe immer noch den Alten aus dem Bett wackeln Richtung Stereoanlage. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber wir können das ja ausprobieren. Vielleicht brauche ich einen ganzen Song. Vielleicht musst du mir was Längeres liefern, damit ich hin und weg bin und mir die Perlenkette vom Leib reiße. Okay. Ja? Noch ziert sie sich, Nicole von Wagner, und tut so, als wäre sie unknackbar. Das habe ich 8000 Mal in meinem Leben gehört. Nein, bei mir funktioniert das nicht. Nein. Okay, gib uns ein bisschen Zeit. Ja? Ich suche jetzt mal den perfekten Mix für dich raus. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir live on air sind. Also, ich sage es nur. Ich sage es ja nur. Und dann knack ich die von Wagner. You're as cold. Von Spreeradio. Guten Abend. Der 50-50-Mix. Yvonne und Nicole mit Ladylike. Was Frauen wirklich wollen. Das ist ganz neu hier auf 105.5 Spreeradio. Das sind Themen für erwachsene Frauen. Und wir haben schon festgestellt, es gibt viel zu besprechen. Wir sind hier eben hängen geblieben beim Thema Musik im Bett. Es gibt nämlich eine neue Studie, die besagt, dass 90% von uns Frauen gerne Musik im Bett hören. Und da gehen die Meinungen auseinander. Ich persönlich brauche das nicht. Yvonne sagt, das ist super und sie kriegt damit jede rum. Nicole ist prüde. Nein, aber ich bin Realistin. Warten wir mal, guck mal hier. Hier blinkt es. Also wir haben eine Anruferin, 20 30 1055. Mal sehen, was die zu dem Thema sagt. Na. Hallo, hier ist die Andrea aus Pankow. Es tut mir leid, Nicole, aber ich muss da auf jeden Fall der Yvonne zustimmen. Musik hören im Bett, das ist doch das Beste, was es gibt. Da kommt doch erst die Romantik auf. Für mich ist dafür der beste Song Purple Rain von Prince. Da habe ich auf jeden Fall schon sehr, sehr viele schöne Momente erlebt. Ha! Siehste, ich habe recht. Unsere Hörer hören auch Musik beim Sex. Vielleicht habe ich einfach immer Männer getroffen mit einem ganz schlechten Musikgeschmack, dass ich immer schon lachen musste, wenn sie sich erhoben haben. Überhaupt, weißt du, der Moment dieses Erhebens und Weggehens ist ja schon so. Aber keine musikalische Bombe der Welt kann das eigentlich wieder rausreißen, weil wenn der zurückkommt und nicht übers Kabel gestolpert ist, nehmen wir das mal an, aber naja gut. Dann ist es ja eigentlich schon zerstört. Dieser magische Moment ist dann weg. Du hängst zu sehr in der alten Zeit. Heutzutage iPhone, App. Ah. Musik App. Andrücken, Bluetooth-Verbindung mit der Anlage. Das heißt, ich liege im Bett, drücke nur einen Knopf auf meinem iPhone und die Musik ist an. Kein Moment ist zerstört. Ich bin nur kurz mit meinen Händen, mit meiner einen Hand, mal kurz auf dem iPhone-Knopf. Das würdest du gar nicht mitbekommen. Doch, das würde ich. Also wenn mein Mann auf dem Handy rumdaddelt, werden wir zusammen im Bett liegen. Dann werde ich sehr, sehr stinkig. Nein, du würdest es auch nicht mitbekommen. Auch wenn es für die Musik ist. Im Dienste der Musik. Aber wir wollten ja eigentlich testen, ob du es schaffen würdest, mit ganzen Songs die Stimmung bei mir auszulösen. Das ist ein ganz schön schlimmes Experiment jetzt, denn jetzt weiß ich ganz alleine im Funkhaus. Mein Mann hört zu. Wer weiß, was alles passieren kann. Siehst du hast nämlich doch schon Angst, weil ich dich nämlich knacken werde. Ich will nur sicher gehen, dass... Ich werde sie knacken, liebe Hörer. Leg los. Ich habe jetzt einen Mix vorbereitet.
bei dem sie schwach werden wird. Ja. Wir spielen die Songs voll aus, damit sie genau in jeder Sekunde mitempfinden können, was hier gerade im Studio passieren wird. Muss ich irgendwas machen? Nee, du musst nur zuhören. Und wenn du mich begehrlich anschaust, reicht das schon. Dann habe ich die Wette gewonnen. Okay, also ich ziehe mir eine Sonnenbrille auf. Und ich sehe, wenn Frauen mich geil finden. Na? Du kannst nichts verbergen vor mir. Ganz wichtig ist ja erstmal die Analyse. Na? So habe ich es früher auch mal gemacht. Des Gegenübers. Genau. Ja. Ich muss ja erstmal schauen, wer ist das, wie ist sie, worauf könnte sie stehen. Ah, so, also. Sowas checkst du noch, bevor du dein Ding anschmeißt? Auf jeden Fall. Aha. Hallo? Also diese Jugend heutzutage. Wir sind einfach übereinander hergefallen. Nein, na gut. Das wird alles gecheckt. Ja. Also, bei dir ist es ein bisschen schwieriger, weil du bist verheiratet, hast zwei Kinder. Das heißt, die Hürde liegt sehr hoch, das überhaupt zu schaffen. Ja, die Musik darf auch nicht zu laut sein, sonst wachen die ja auf. Genau, darum muss der Einstiegssong schon mal ein absoluter Knaller sein. Ja. Der dich am besten abholt aus deiner Jugend, um so einen Blitz in deinem Kopf zu zünden. Oh Gott, wie geil war das, als ich noch frei sein konnte? Meine Jugend. Wenn du jetzt einen 50er-Jahres-Song anschmeißt, fange ich an zu weinen. Nein, sofort. Nein, mache ich nicht. Der dich abholt und schon mal in die richtige Stimmung versetzt. Ja. Ne? Mhm. Das ist wichtig. Ja. Der zweite Song ist dann ein Song, der dich stimuliert. Wo du sagst, oh ja, jetzt verstehe ich, was sie meint. Mhm. Ich kann mich kaum noch zusammenreißen. Eigentlich möchte ich sie jetzt schon gerne küssen. Okay. Und der dritte Song ist dann die Explosion. Das ist dann der Song, wo du definitiv über mich herfallen wirst. Darum werde ich beim dritten Song auch aus dem Studio gehen. Ja, meine Damen und Herren, wenn der nächste Sendeplatz einfach Ruhe sein wird, dann wissen Sie, es hat funktioniert. Wenn nicht, dann melde ich mich nochmal. Ja, leg los, das höre ich gerne. Mhm. Es geht los mit der ersten Nummer. Stellen Sie sich also vor, Nicole von Wagner, wir sitzen bei ihr zu Hause und ich lege folgende Platte auf, um erstmal das Eis etwas zu brechen. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. One. Was, Johnny Cash? Ja. Das war der Eisbrecher, ne? Der Eisbrecher war schon mal gut. Das hat mir gut gefallen. Ich liebe Johnny Cash. Siehst du? Jetzt kommt der Heißmacher. Also habe ich dich so weit, dass du nicht gehst, sondern gespannt bist, was ja, noch kommt. Ja, das gut. Schon. Gut. Also der nächste Song, da muss ich sie dazu kriegen, dass sie mich jetzt küssen will. Haben sie genau zu, wie ich das versuche. Das mache ich mit folgendem Song und ich schwöre Ihnen, sie wird mich danach küssen. Danach kann ich leider nichts mehr sagen, sondern dann folgt direkt die Explosion. Sie wird über mich herfallen. Ja. Ja, ja, achten Sie dann auf den Song, der nach Justify My Love kommt. Danach ist sie geknackt. Also falls mein Mann jetzt zuhört, Schatz, ich hab noch was an. Das ist die gute Nachricht. Aber das war echt gute Musik. Das war tolle Musik. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da unter Umständen einknickt. Vor allen Dingen, wenn das alles mit per Knopfdruck vom iPhone aus passiert und man nicht rumrasen muss und so Sachen machen muss, dann ist es nicht schlecht. Du wärst eingeknickt. Zum Glück hast du schon so lange eine langjährige feste Freundin. Und du bist glücklich verheiratet. Und ich bin glücklich verheiratet, dass wir nicht in diese Situation gekommen sind. Aber wenn wir Singles gewesen wären, dann wäre der Laden hier abgebrannt. Die würden alle an der Scheibe stehen vom Studio und sich die Nasen platt drücken. Und das Studio wäre so beschlagen wie bei der Szene in Titanic, das Auto. Absolut, so wäre es gewesen. Steamy mit deiner Windows, Musik, Steamy Windows, mit deiner Musik wäre es so weit gekommen. Ja, also ich glaube schon, dass es bestimmt funktionieren kann. Und bitte versprich mir eins nach dieser Sendung. Mhm. Probier es mit deinem Mann mal aus, beim Sex Musik zu hören. Mach ich. Mach's wirklich.
wirklich? Ja, ich mache es. Aber ich würde gerne noch wissen, so für alle anderen. Das waren ja sehr spezielle Songs, weil du die auf mich gemünzt hast oder weil du dir überlegt hast, was wären da die richtigen Songs. Gibt es denn so eine goldene Regel, wenn man das zu Hause probieren möchte? Worauf sollte man immer achten? Wie sollte denn der Eisbrecher sein und wie sollte der Anheizer sein und wie sollte die Explosion sein? Also wichtig ist, dass es auf jeden Fall Musik ist, mit der man sich selber sehr, sehr wohl fühlt. Okay. Und ein großer Vorteil ist auch, wenn man ein guter Tänzer ist und gerne nach diesen langsamen Liedern auch tanzt. Denn wer gut tanzen kann, ist auch gut im Bett. Ihr Männer, die ihr gerade nicht zuhört, wenn ihr tanzen könntet, wenn ihr alle tanzen könntet, würdet ihr jede Frau ins Bett kriegen. Ja, wahrscheinlich. Okay, und dem stimme ich zu. Die goldene Regel ist, erstmal was mit mehr Beats zu nehmen, wenn man noch da sitzt. Also nicht so eine traurige Ballade und schon gar nicht was mit einem schlimmen Text. Okay. Das geht gar nicht. Okay, ja. Also wirklich ein paar Beats noch, wo man sich wohlfühlt, mit einem positiven Text vielleicht. Mhm. Und in der Mitte kann es dann schon etwas langsamer werden, etwas ruhiger werden und vielleicht auch ein Song, nach dem man sich oft auch selbst gerne schöne Momente schenkt. Oh, ach da, solche Momente. Ja, ja, ja. Gut, okay. Genau. Ja. Und der dritte muss dann die absolute Granate sein. Oh. Das muss dann wirklich was sein, da muss man krachen. Richtig, der rein ballert und der so Höhepunkte in dem Song hat. Weißt du, wie zum Beispiel auch Meet Love. I'd do anything for love. Richtig. Da ist doch dieser Höhepunkt, ja, wenn du dich erinnerst, ne? Das ist auch was für ältere Menschen wie mich, weil der Song dauert ja über 5 Minuten. Das ist auch vielleicht ganz gut für die Explosion. Genau. Da habt ihr eine gute Anlaufzeit und dann zum Höhepunkt geht es vielleicht bei euch auch noch los, ne? Okay, habe ich verstanden. Habe ich alles verinnerlicht und nimm es mit nach Hause und tu mein Bestes. Zu den 90% der Frauen zu gehören, die Musik beim Sex hören wollen. Jawohl. Endlich. Und vielen Dank für die Überzeugungsarbeit. Nächste Woche hören wir uns dann wieder und dann berichtet Nicole von Wagner, wie der Sex im Bett war mit ihrem Ehemann und Musik. Sonst noch was Warmes? Nee, okay, jetzt im Ernst. Nächste Woche geht's dann um Sex im Büro. Wie sie am besten Sex im Büro haben, ohne erwischt zu werden. Ai, ai, ai. Das gibt es von uns am kommenden Sonntag ab 22 Uhr. Schön, dass Sie dabei waren. Das durchgehalten haben. Das war eine schöne erste Sendung und ich habe den Pokal. Ich habe Nicole geknackt. Das dürfen Sie nicht vergessen. Bis Sonntag.